Willkommen zurück beim VfL Osnabrück. Entscheidungsspiel. Manchester United im Champions League Finale. Es geht wirklich um alles. Darauf wurde die ganze Zeit hingearbeitet, auf dieses eine Spiel. Manchester City hat übrigens die Euroleague gewonnen. Jetzt müssen wir gegen den Stadtrivalen ran. Rubin fällt einen Tag aus. Auch Kerk, wieder mal eine Wadenprellung. Sehr verletzungsanfällig jetzt zum Saisonende hin. Haben eine Siegprämie bekommen von 500.000 für den Pokalsieg. Die riskante Ansprache war sehr erfolgreich. Bernhard Denk verlässt uns zur neuen Saison zu Fortuna Köln für 2 Millionen. Das ist deutlich über seine Ablöse, über seinen Marktwert. Da er auch schon wieder für 6 Wochen ausfällt, mit einem Innenbandanriss und verletzungsanfällig ist, nehme ich das Geld gern mit und investiere es in der neuen Saison dann in neue Spieler. Leicht. Presser und Sidonas sind zurück in der Jugendmannschaft. Und wir freuen uns alle auf das Spiel gegen Manchester United. Die Bundesliga ist beendet. Meisterschaft war eine klare Sache. Mehrere 10.000 Fans feiern die Heimat, der Heimat die Helden. Innenstadt ist ein Meer von Fahnen. Ogushan Özyakup. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Von Borussia Dortmund ist zum besten Spieler der Saison gewählt worden. Füllkrug mit 41 Toren, Torschützenkönig. Größte Überraschung, Osnabrück, dass die Meister wurden. Dortmund feiert trotzdem die Vizemeisterschaft und die Qualifikation zur Champions League. 41 Tore, Niklas Füllkrug. Erste Saison in Osnabrück und dann gleich so eine. Könnt mal reingucken. In dieser Saison hat er in 32 Ligaspielen 41 Tore, 21 Vorlagen. In der Champions League 10 Tore, Pokal 9 Tore, 9-mal Fußballer des Monats. Der Transfer von 3,3 Millionen hat sich mehr als bezahlt gemacht. Vor allem, wenn sie jetzt auch noch in der Champions League treffen, im Finale. Timo Horn, weiterhin bester Torwart der Welt. Topkeeper, kriegt auch mit das höchste Gehalt mit 11 Millionen. Deutscher Meister Niklas Füllkrug. Relegationsdrama, Augsburg gewinnt gegen Nürnberg. Unter Auswärtstorregel, bleibt damit in der ersten Liga. Und hier ist Aachen. Aachen hat sich durchgesetzt. Steigt somit auf in die zweite Liga. 4-2 nach Hin- und Rückspiel. Ein neuer Jugendspieler wurde entdeckt und ein Angebot von Niklas Füllkrug. Erstmal aber nehmen wir Maximilian Reitstetter auf. Sichere Pässe, starke Freistöße, Innenverteidiger immer gut. Kann man gut gebrauchen. 10 Millionen würde Schalke zahlen, wir wollen ihn aber noch nicht verkaufen. Zumindest müssen die Angebote dann besser sein. Das Champions League Finale. 6-1 gegen Inter Mailand, das letzte Spiel. 7-1 Manchester United gegen Real Madrid. Da treffen jetzt die zweitbeste und drittbeste Mannschaft der Europas aufeinander. Die beste hat die Euroleague gewonnen mit Manchester City. Das Finale steht an. Da kriegen wir hier nochmal einen Einspieler. Manchester United. VfL Osnabrück und es geht um diesen Pott. So, der Hauptsponsor würde gern verlängern um ein Jahr. Ich möchte nicht verlängern, ich sag nein. Mal gucken, was nämlich nächstes Jahr so drin ist. Wir kriegen schon mal einen Bonus, Rosenheim mit Interesse an uns, wir aber nicht an ihn. Gut, wer spielt nicht? Mitrandschuk spielt nicht. Demirbay in Topform, der wird das dann da hinten übernehmen. Engel hat bessere Form als Chabot. Wir gehen hier nochmal rein, zusätzliche Siegprämie. 20.000 rein. Und es ist das wichtigste Spiel des Jahres. Wir pressen weit voran, die Abwehrreihe steht voran. Wir wollen alles versuchen, um dieses Spiel zu gewinnen. Ich bin sehr gespannt. Was nimmt man da? Wir werden nicht verlieren, das wäre mir zu knapp. Die können nichts, ist auch gefährlich.
gebt euer Bestes. Ich sag mal, gebt euer Bestes. Das Finale der Champions League. Es steht für die Fußballexperten ist eines ganz klar. Es gibt hier vor diesem Finalspiel keinen Favoriten. Beide Mannschaften sind als etwa gleich stark zu bewerten. Siehst du vielleicht irgendwo einen kleinen Vorteil? Ja, schwer zu sagen, Tom. Ich könnte mir vorstellen, dass heute die jeweiligen Spielmacher, also die kreativen Köpfe, das Ganze... Das wird ein sehr spannendes Spiel. Rubin kriegt gleich mal den Ball abgenommen. Aber dem hierbei holt ihn zurück. Jeboah. Rüber zu Rubin. Ist vorbei an Stones. Rubin schließt ab, aber De Gea kann halten. Erste Torchance für Osnabrück in diesem wichtigen Spiel. Lewandowski. Schauen wir uns nochmal die Wiederholung auf an. Die Außen. Brauchen wir, glaube ich, nicht drüber zu diskutieren. Ist abseits, aber knapp. Mutige Aktion der Osnabrücker hier im Champions League-Finale, solche eine Abseitsfalle zu stellen. Kerk, mach das Ding! Der Kerk macht das Ding. Da trudelt der Ball durch den ganzen Strafraum und Kerk kann ihn versenken. 1-0 gegen Manchester United. Da hält es natürlich keinen mehr auf den Sitzen. Was Rubin wollte für schießen, ein schießt Tor. Den und seine Freistöße aus und dieser De Gea Entfernung. Ohne Chance. Ohne Chance, De Gea. 1-0. Martial versucht es gegen den hierbei, aber stark klärt dann Kerk auf Füllkrug. Jetzt Rubin. Auf weitem alleine geht er aufs Tor zu. De Gea kann aber locker wegfangen den Ball. Pogba auf Martial. Toljan, super Balleroberung. Ich habe ihn auch aufgefordert unter der Woche. Du musst jetzt in Topform sein für dieses Spiel. Dieses wichtige Spiel. Er grätscht dazwischen. Martial kommt an den Ball. Kann er den in die Mitte bringen? Nein, er versucht den Torschuss. Erste Ecke für Manchester United. Bringen den Ball rein. Konter über Füllkrug. Der haut einfach den Ball raus. Das ist nicht, was ich erwartet habe von Osnabrückern. Solch ein dieses Spiel im Moment. Lewandowski mit der Riesenchance lupft den Ball drüber. Super Konter von Manchester United. Osnabrück hat gerade noch den Ball rausgehauen. Pereira gegen Schopenhauer. Pereira gegen alle, dem hierbei. Stark kann dann klären. Rubin. Zu Schul. Füllkrug. Lauf. Geht an Pogba vorbei. Füllkrug. Super Parade von De Gea. So, dem hierbei beruhigt erstmal alle 25 Minuten gespielt. Er wird die Ecke reinbringen. Ecke kommt. Ah, genau in die Arme von De Gea. Schlechte Ecke. Aber wieder ein paar Minuten von der Uhr genommen. Yeboah zur Schule. Füllkrug kommt ran und wird gefoult. Das muss mindestens gelb geben. War von hinten in die Beine. Ja, gelbe Karte. John Stones. Kerk darf sich versuchen. Das 1-0 hat er schon gemacht. Und er macht das zweite. Sebastian Kerk macht hier das Spiel seines Lebens. Doppelpack im Champions League-Finale. Oh, das ist ein direkter Freistoß. Klasse Fußball. Was für ein Tor. So, jetzt sind wir aber mal gespannt, ob Wahnsinn. Der Trainer reagiert. Normalerweise. Den müssen wir im Denkmal bauen, dem Sebastian Kerk. Stark. Super Spiel bisher. Schul. Und Kerk wieder am Ball. Rüber zu Rubin. Geht an Umtiti vorbei. Rubin weiter am Ball. Rubin spielt den Ball durch zur Schule. Und Kerk macht den Hattrick. Der Sebastian Kerk macht hier den Hattrick im Finale. Ein lupenreinen Hattrick. Sebastian Kerk was macht Vorlage von Robert Schule. Was für ein tolles Tor. Also wenn er nach dem Spiel zum Akteur des Tages gewählt wird. Der Wahnsinn. Sebastian Kerk. Fußballgott. 3-0 zur Hälfte gegen Manchester United. Ich kann es nicht glauben. Toljan. Zu stark.
und Kjerk am Ball. Der Mann des Spiels. Yeboah auf Rubin, nicht im Abseits. Umtiti kann aber nochmal dazwischen gehen. Jetzt Martial mit der Flanke. Schopenhauer. Nächster Versuch. Füllkrug. Auf Rubin. Und der macht's! 4-0. Rubio Rubin. Die Sache hier ist gegessen. Wahnsinn! Da sind schon fast zwei Händler am Pott. Mensch, was für ein Einstand für den neuen Mann. Schönes Tor. Lewandowski weiß auch nicht, was hier los ist. 4-0 zur Pause. Oh, da müssen wir aber nochmal einen genauen Blick drauf werfen. Oh, war das knapp. Entscheidung. Abseits ja oder nein? Jetzt aber Dembele. Ist nicht im Abseits. Dembele, komm, spiel ihn rein. Und? Genau, Engelhardt fängt ihn weg. Weiter aber nach vorn, das dürfte jetzt die Halbzeit sein. 4-0 im Champions League-Finale zur Halbzeit. Und davon drei Tore von Sebastian Kerk. Der Matchwinner bisher. 9 Millionen wert, kriegt nur 2 Millionen im Jahr. Hat noch ein Jahr Vertrag. Ne, zwei sogar. Zwei Jahre noch Vertrag. Dann ist er 30. Ja, verkaufen werde ich den jetzt nicht mehr. So, Spielergespräche führen wir natürlich. Und das Ding, das gewinnen wir jetzt. Da wird nichts mehr passieren. Puh. Ja, bringe ich noch wen? Kehrt könnte ich noch bringen für Sylla. Das ist Erfahrung. Gießen könnte noch kommen für Yeboah. Und den letzten Wechsel, den heben wir mal auf. Wird gleich angegriffen, direkt draufgegangen. 6 Schüsse aufs Tor, davon 4 drin. Auch Manchester United wechselt jetzt. John Stones geht runter. Dembele keine Chance gegen Kehrt, der holt sich den Ball. Toljan, super Balleroberung. Kerk auf Füllkrug. Da holen sie sich den Ball, aber Toljan holt ihn gleich zurück. Toljan muss jetzt nochmal einschreiten gegen Martial. Wird abgeschüttelt. Bringt die Flanke. Aber Schopenhauer ist da. In seinem vielleicht letzten Spiel. Für den VfL Osnabrück. Er will den Verein ja gern verlassen. Nach so einem Erfolg können wir ihm das dann vielleicht auch gestatten. Wenn wir natürlich einen Ersatz kriegen. Das ist immer die Voraussetzung. Viel Geld werden wir für ihn nicht mehr kriegen. Aber nach dem Sieg hier sollten die Kriegskassen gefüllt sein für Einkäufe in der nächsten Saison. Manchester United macht jetzt mehr Druck. Danilo spielt sich an. Geh mir bei. Lewandowski im Abseits. So, das schauen wir uns jetzt nochmal aus der Nähe an. Abseits, ja, ja oder nein? Engelhardt bringt den Ball nach vorn. Geh mir bei. Gießen. Auf Füllkrug. Füllkrug. Ja, Rubin heute nicht so richtig im Spiel. Stark auf Kerk. Lewandowski. Lewandowski, macht er es? Wieder drüber. Gut, wir wechseln auch nochmal. Einen Wechsel haben wir noch. Kerken möchte ich gern drauf lassen. Könnte Tilica noch bringen. Teuer macht so ein tolles Spiel, den möchte ich drauf lassen. Tilica kriegt nochmal eine Chance im Finale. Kommt für Rubin. Hummels kommt bei Umtiti bei Manchester United rein. Oder Umtiti. Und Leo kriegt seine Chance im Finale zu zeigen, was er so drauf hat. Kehrt mit dem Foul, aber er stoppt ihn. Ich dachte, der zieht da schon vom Hintern die Karte. Dachte schon, der kriegt rot. Ja, lässt ihn auflaufen.
Schön den Ball aufgehalten von dem hierbei. Aber Lewandowski setzt sich durch. Dass Engelhardt da hinten im Tor steht. Super Saison gespielt. Wird wohl nächste Saison Stammkeeper werden. Da kommt Presser noch nicht vorbei. Unser Nachwuchsspieler aus der A-Jugend. Jetzt Lewandowski geht nochmal an dem hierbei vorbei. Aber stark mit dem Foul. Oh oh. Nochmal eine gute Situation. Pogba geht raus. Schneiderlin kommt. Aber auch der geht rüber. Noch 18 Minuten. Dann fällt jetzt auch die Begrenzung. Ja, selbst beschränkt. Nur 3 Sterne-Spieler. Also 6 Sterne insgesamt. 3 sichtbare Sterne zu kaufen. Für die erste Mannschaft. Das würde dann jetzt wegfallen mit dem Champions League-Sieg. Dann können wir holen, wen wir wollen. Aber ich werde weiterhin nur Spieler verpflichten, die auch eine Verstärkung sind. Für die erste Mannschaft, Schul. Setzt sich durch. Aber De Gea, passt auf, schwacher Abschluss von Schul. Ist schon lange dabei, Robert Schul, Schopenhauer. Und jetzt Gießen im Finale. Bringt er die Flanke rein. Füllkrug. Und er macht's. 5-0. Niklas Füllkrug. Schöne Flanke von Justin Gießen. Für das ganze Stadion ist aus dem Häuschen. Was für ein unglaubliches Tor. Perfekt gemacht. Kehrt haut den Ball ins Aus. Noch 6 Minuten. 5. Das Triple ist perfekt. Wir hatten halt auch viel Glück, dass Manchester City. Müssen wir uns darüber unterhalten? Nein, das war nicht mehr mitgespielt hat in der Champions League. Gegen die hatten wir im Vorjahr Probleme gehabt. Lewandowski nochmal mit der Chance. Schopenhauer geht aus dem Weg und dann macht er den Ehrentreffer. Lewandowski macht noch sein Tor, 16. Dann hören Sie mal, was jetzt auf den Rängen los ist. Ein wunderschöner Treffer. Also der braucht zwar viele Gelegenheiten. 16. Tor in der Champions League von Robert Lewandowski. Iliza auf Füllkrug. Nee. Jetzt will Manchester United nochmal zeigen, ey, wir können das auch. Dembélé mit der schönen Flanke. Wird aber abgefangen. Und das war's. Die Champions League kommt nach Osnabrück. Der Sieg ist perfekt. Trippelsieger. Ist das eigentlich ein Pokal? Irgendwie eine Übergabe? Ich warte mal eben ab. Ne, wird rausgeblendet. Schade. Ich meine, bei FIFA gab es das damals schon. Ja, wahnsinnig gutes Spiel. Kerk mit dem Hattrick in der ersten Halbzeit. Hat das Spiel entschieden. So, das war doch eine spannende Partie. Hier das 1-0. Sie hat Ihnen gefallen und wir sagen Dankeschön und verabschieden uns bei 2-0 Ihnen. Durch den Freistoß. Sind, Sebastian Hellmann und Bayer. Tschüss. 3-0 Kerk. Der lupenreine Hattrick im Finale. Eine 5-Jahres-Wertung bringt das noch nicht viel, aber wir sind dran an Frankreich. Wir wollen die wieder einholen. Kann ja nicht sein, dass Deutschland auf Platz 5 abgerutscht ist in der 5-Jahres-Wertung. Europäische Teams, Real Madrid weiter mit weitem Vorsprung vorn. Sebastian Kerk, Spieler des Spiels, lupenreiner Hattrick. Der Spieler dieses Finals. Mal gucken, ob es für den jetzt Angebote gibt. Ich werde sie auch versuchen abzuwehren. Was für ein Spiel.